Die haben wir? Das ist wirklich nur noch eine. Sehr gut, die haben wir auch gleich. Wunderbar, dann kannst du Krea mal wieder entgiften. Den Wolf brauchen wir nicht entgiften, der verschwindet eh gleich. Und du kannst dir Licht machen. Und dann kannst du mal hier gucken, was die alles mit zu mitnehmen ist. Die muss schon einen riesen Sack auf dem Rücken haben. Ja, der Wolf ist gestorben. Der stirbt dann. Das ist sehr fies. Ich dachte, der verschwindet dann einfach. Aber er stirbt offensichtlich. Wenn die Zeit abgelaufen ist. Ja, das, wir stellen uns einfach vor, er wäre verschwunden. Einverstanden, weil ich finde das auch nicht so realistisch, dass er dann stirbt. Warum sollte er denn sterben? Nee, er ist immer noch da. Also ich denke, wir können uns schon mal Tiere aufschreiben. Bei unserer Elfe, weil die hat ja wirklich viel zu tun hier. Und ja, Ratten kennt sie schon, aber bei so vielen Ratten, da kommt auch eine gewisse Übung dann, ein gewisser Übungseffekt. So. Wie sie sich immer verbeugt, ne? Geh doch in die Knie, Mädel. Das ist doch ungesund. Nicht aus dem Rücken heben. So, sehr schön. Haben wir alles? Lass das mal Vorgrimm machen. Den können wir leider nicht untersuchen, den toten Wolf. Was aber auch Sinn macht. Und da haben wir hier eine riesen Höhle. Es geht los. Schön hinter mir. Schauen wir mal, ob hier irgendwas ist. Aber ich sehe nichts. Schön hinter mir bleiben. Hier ist nichts. Ne? Hier ist nichts. Gehen wir weiter. Ah, schaut mal, da ist irgendwie. Dann mal los. Kann es hier einen Einsturz geben? Dann mal los. Schaut mal, hier gibt es irgendwie einen sehr engen Kontakt zu einer anderen Höhle. Naja. Es geht los. Aber es war kein Einsturz. Ja. Es geht los. So, wieder irgendwelche Kristalle. Ja. Gibt es hier was? Folgt ihr mir? Nö, hier gibt es nichts. Nur ja. Eine Ablenkung. So, dann hier weiter. Jetzt kommen wir in den. Oh, jetzt kommt der Einsturz. Ich sehe gar nichts. Hinter uns? Nö. Ah, hinter uns. Okay. Bei meiner Axt. Das sind aber nicht so viele, oder? Fünf, glaube ich. Sechs. Eins, zwei, drei, vier, sechs. Schlag zu. Sehr gut. Ich glaube, wir müssen wieder Zauber machen. Wir haben leider keinen Flächenzauber. Das ist ein bisschen schade. Mach du hier einen Wuchtschlag und du machst hier einen Wuchtschlag. So, die Elfe ist leider verletzt worden, also vergiftet worden. Das ist schlecht. Gut, die eine haben wir. Dann, die ist auch schon fast runter. Dann machst du hier mal weiter und du machst hier weiter. Ja, die ist auch schon fast erledigt. Die brennt, glaube ich, sogar noch. So, Vorgrim, dann machst du hier weiter. Lenkst die auch mal ein bisschen ab. Oh, das ging gegen die Elfe. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch eine, wenn ich das richtig sehe. Wir sollten auch wieder ein neues Tier beschwören. Aber vorher erstmal heilen. So, dann Krea, machst du weiter bei dir selber. Und dann bitte auch noch bei Vorgrim. Gut, dass wir den Zauber können, das ist sehr viel wert. Aber jetzt gab es einen Fehlschlag, aber trotzdem. Achso, der Fehlschlag war wegen der Ratte. Ist halt nervig, dass man das jedes Mal bestätigen muss, was man da nimmt. Deswegen hilft es nämlich auch nichts, dass man das stacken kann. Weil man es ja eh jedes Mal bestätigen muss. Naja. Hallo? Da war doch noch eins. Ja, sie macht schon.
Gut, 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 gut. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, ich wollte noch mal einen Wolf oder irgendwas herbeirufen. Dann können wir einen Armatrotz noch machen. Und dann können wir einen Flimflam machen. So. Dann speichern wir noch mal. Ich weiß nicht. Ah, schaut mal, da ist wieder ein Wolf. Ich schaue euch. Schön hinter mir bleiben. Ich wundere mich gerade. Die sind ja von hier gekommen. Ist hier irgendwas? Nee, da ist nichts. Folgt ihr mir? Da ist nichts aufgegangen. Ich dachte, da wäre vielleicht irgendwas aufgegangen. Aber nein. Hinter mir bleiben. Ja. So, hier ist auch kein Ansturz. Aber, oh, jetzt. Jetzt kommt noch mal eine Ratte. Mehrere. Der Wolf stürmt immer ein bisschen zu weit vor. Das gefällt mir nicht. So, die haben wir. Ah, kommt noch mehr. Sehr gut. Und dann bitte die hier. Sind wir verletzt? Nein. Sehr gut. Oh doch, sie ist vergiftet. Dass sie so schnell sich... Dass sie so schnell... Dieses Gift, ne? Ist ja Wahnsinn. Hallo, nimm mal. Hier ist zu eng. So. Hallo? Also hier ist irgendwie zu eng. Aha, die nächsten Ratten. Kämpft mal bitte. Wenn sie sich da bückt. Wo sind wir denn da gelandet? Das ist ja Wahnsinn. Eine Ratte neben der nächsten und der nächste die nächste Ratte. Aber mit unserem Hund. Schrägstrich Wolf. Giftet worden, der Wolf. Es lohnt sich aber jetzt schon, den zu behandeln. Weil er bleibt noch ein bisschen. Können wir ihn überhaupt behandeln? Ich hoffe. Ja, geht. Sehr gut. Gut, dann lassen wir es mal gut sein und gehen weiter. Hier kommt eine Gruppe. Ja. Folgt ihr mir? Und hier geht's weiter, okay. Oh, hier geht's wieder hoch. Spannend. Pass mal auf. Wir sind jetzt. Das war ja Ebene 3, ne? Dann kommen wir wahrscheinlich wieder zu Ebene 2 hoch. Oder? Nee, ist immer noch Ebene. Ebene 2 ist hier. Ist immer noch Ebene 3. Na gut. So, hier geht's nicht weiter. Das ist die Frage. Hier geht's auch nicht weiter. Also gehen wir da weiter. Da hinten ist eine Tür. Hier ist ein Raum. Aber hier gibt es sonst nichts außer Fässer. Aber die können wir uns auch mal angucken. Da gibt es doch sicherlich... Oh ja, Bier. Das ist was für Vorgrin. Das ist was für Vorgrin. Sehr gut. Krähenfüße. Kann man zumindest verkaufen. Das war es aber auch schon wieder. Das war es schon wieder. Na gut. Ne, da hinten ist noch ein Fass. Ich versuche mein Bestes. Fellfetzen, rostige Nägel bringt uns nicht so viel weiter. Gut, dann müssen wir hier weitergehen. Hier über einen unterirdischen Fluss. Und dann hier rein. Wieder über den unterirdischen Fluss, zum zweiten Mal schon. Hintereinander und dann. Ah, schaut mal, da ist unser Freund wieder und da geht es dann wieder runter. Sehr schön, Hallöchen. Ein Apfel. Zum Glück muss man hier nicht essen in dem Spiel, sonst wäre es
kompliziert. Gut, ich glaube, mit ihm reden bringt nichts, weil er uns eh nur anbieten kann, was zu kaufen oder zurück zum Eingang zu gehen. Und beides wollen wir nicht. Wir wollen weitermachen. Hier geht's runter. Ich bin gespannt, ob wir jetzt in die Ebene 4 kommen oder ob wir immer noch in der Ebene 3 bleiben. Mal schauen. Aha. Hier sind wieder so Pilze. Dann sollten wir den Armatrutz mal auffrischen und den Flimflam. Eieiei, wo sind wir denn jetzt gelandet? Immer noch? Ne, es ist jetzt Ebene 4. Das ist jetzt Ebene 4. Ja. Na gut, dann nähern wir uns vielleicht auch dem Ende dieses ganzen Tunnels, Systems. Ja, ist da ganz weit vorne, das gefällt mir gar nicht. Guck mal hierher. Eine Erfahrung erhalten. Warum haben wir jetzt eine Erfahrung erhalten? Weil die ganze Zeit haben wir keine Erfahrung erhalten. Schön hinter mir bleiben. Wo ist denn die Ratte? Ah, da. Sie steht in Krea drin. Ja, macht Sinn. Sehr gut, Krea. Unser Freund ist vergiftet. Da müssen wir gleich mal einschreiten. Da haben wir auch eine Erfahrung erhalten. Offensichtlich sind die Ratten hier unten ein bisschen stärker. So schaut es zumindest aus, ne? So, nachher schauen, wie viele Wolfsrattenschwänze sie dabei hat. Daran können wir ein bisschen ablesen. Oh, ja, ja, wir werden angegriffen. Daran können wir ein bisschen ablesen, wie viele Ratten wir besiegt haben. Noch eine. Ich nehme die Sache in die Hand. Meint ihr? Bei Angrosch. Da. Misserfolg, glaube ich, war es. Der verschwinden in einer Minute. Wir sollten also weitergehen. Es geht los. Hier kommt bestimmt gleich wieder ein Hinterhalt, in dem hier irgendwas zusammenbricht oder so. Aha. Das sind Ratten. Oder das eine Ratte, besser gesagt. Ich warte auf den Hinterhalt. Bricht gleich wieder irgendwas zusammen und dann kommen wieder 30 Ratten raus. Sehr gut. Da wir aber nicht so viel Erfahrung erhalten, ist das für mich ein Zeichen, dass wir nicht zu früh hier runtergegangen sind. Das ist gut. Das Stöcke oder sind das Spinnweben? Ich hoffe, das sind Stöcke. Meint ihr? Es geht los. Bin ich gespannt, ob der wieder stirbt hier in 12 Sekunden oder was mit dem passiert. Wahrscheinlich stirbt er wieder. Oder? Ja. Wir stellen uns einfach vor, er wäre verschwunden. So. Gut. Wir werden angegriffen. Ja, wir werden angegriffen. Das ist unser Wolf. Gibt es hier unendlich viele Ratten eigentlich oder ist das eine gewisse Zahl, die gesetzt ist? Ich glaube, das ist eine gewisse Zahl, die gesetzt ist. Aber sicher weiß ich es nicht. Lass das mal Vorgriff machen. Also bei manchen Kämpfen, habt ihr ja schon gemerkt, gibt es tatsächlich unendlich vielen Gegner-Spawn. So, das sind zwei. Das ist auch noch im überschaubaren Bereich. Schwarz, wir gegen den bösen Baum gekämpft haben. Ne? Da sind ja diese Fliegen die ganze Zeit gekommen und da denke ich, also da gab es unendlich viele Fliegen, die da gespawnt wären. Hätten wir den Baum nicht besiegt. Das war auch ein harter Kampf. Huiuiui. Und da haben wir die Elfe getroffen. Ne? Die Elfe war ja bei diesem Baum und wurde von diesem Baum irgendwie gefangen gehalten. So.
dann haben wir das auch. Dann können wir weitergehen. Haben wir Truzelt noch? Dann mal los. Es geht los. Oh, da sind. Oh, da sind viele Ratten. Da sind richtig viele Ratten. Wir gehen mal ein Stück zurück. Ich befürchte, die kommen jetzt eher trotzdem alle zu uns, oder? Ja. Die kommen alle zu uns. So, wir machen hier. Ich weiß nicht, welche habe ich? Die hier, glaube ich. Und du machst hier mal einen Wuchtschlag und du machst hier mal einen Wuchtschlag. So. Fünf Stück? Sechs Stück? Die wudeln so. Ich glaube, es sind fünf Stück. Das eine ist ja unser Wolf. So, du machst hier. Dann machst du hier mal einen Wuchtschlag, Vorgrim. Und du machst hier wieder einen Wuchtschlag. Wolf ist vergiftet. Vorgrim ist auch vergiftet. Vielleicht können wir das mal ganz kurz während dem Kampf machen. Und du kämpfst hier einfach mal mit. Sehr gut. Drei Gegner, hier zwei Gegner noch. Ein Gegner noch. Und du kannst auch hier schon Klarung Purum einsetzen. Da waren aber, glaube ich, noch mehr, oder? Waren da nicht noch mehr? Von diesen Wolfsratten um die Ecke? Ich dachte schon. Ich weiß nicht, ob wir die alle schon erwischt haben. Das ist auf jeden Fall ein harter Kampf. Also, puh. Da darf man nicht mit zu wenig Power runtergehen in diese Brauerei. Das ist definitiv. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was sollten wir eigentlich nochmal mit unserem Freund Danio machen? Da sollten wir zu irgendeinem Händler gehen, ne? Genau, zu dem Händler hinter dem Perenic-Tempel. Und ihn überzeugen, dass Danio nichts gemacht hat. Irgendwie so. Jetzt kommt die nächste Ratte. Gut, greifen wir an. Du kannst währenddessen mal einen Flimflam machen eigentlich. Und dann brauchen wir gleich einen neuen Armatrutz. Kannst du eigentlich auch schon mal machen. Und du auch gleich, wenn du fertig bist. So. Sehr gut. Sind wieder vorbereitet und dann geht es hier weiter. Und ich bin gespannt, ob die noch da sind, die Ratten, die wir vorher da gesehen haben. Aber ich glaube nicht. Hier war der Einsturz. Ne, da war der Einsturz. Ups. Jetzt sind wir angegriffen. Kommt mal hier ein bisschen zurück. Folgt ihr mir? Weil nicht, dass wir noch mehr anlocken. Aha, da ist schon die zweite nämlich. Na? Jetzt, sehr gut. Da hinten war, glaube ich, der Einsturz. Schau es mir gleich noch an. Nehmen wir mal. Ne? So, und jetzt gehen wir dahinter. Ja, hier war der Einsturz und da waren auch irgendwie Ratten, beziehungsweise kamen Ratten. Dann geht's hier weiter. Wo ist die Haupthöhle? Ich habe gerade ein Gewusel gehört. Da war jemand. Hinter dem Ding hier war jemand. War das die hier? Ich weiß gar nicht. Kann sein. Nee, da war es noch eine. Schaut mal, da hinten. Die habe ich vorher schon gesehen. Die schleichen sich langsam an. Merkt ihr es? Will sie sich anschleichen? Greif mal an. Misserfolg, okay. Sehr gut. Ist auch schon erledigt. Nee. Noch nicht ganz. Kommt mal hier rüber, bitte. Nicht, dass ihr noch eine andere triggert. Und die Elfe holt sich das Zeug hier.
folgen. Aha, da kam, glaube ich, jetzt da hinten nochmal eine raus.